1961 kam der ehemalige UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld bei einem Flugzeugabsturz im Kongo ums Leben. Wahrscheinlich ein politischer Mord im Auftrag internationaler Großkonzerne, die sich von seiner Friedenspolitik nicht bei der Ausbeutung Afrikas stören lassen wollten. Sein im Nachlass aufgefundenes Tagebuch zeigte, dass Hammarskjöld auch ein Dichter und Mystiker gewesen war, der vor allem in der Natur Lapplands Inspiration für sein aufreibendes Amt gefunden hatte. Wir bedürfen alle der Stille und der Perspektive. In diesem Zusammenhang bin ich dazu gekommen, am stärksten das schwedische Gebirge zu entbehren, das Einsamkeit und Abstand gewährt. Nicht durch Wirklichkeitsflucht, sondern durch die Begegnung mit einer anderen Wirklichkeit als der des Alltagslebens und des Werktags. Während langer Wanderungen lernte Hammarskjöld dort Demut, Ausdauer und die Fähigkeit, als ein Teil innerhalb eines größeren Ganzen mitzuklingen. Diese Erfahrungen halfen ihm später in der diplomatischen Arbeit, die Schwierigkeiten des anderen von innen zu erleben.